Nächsten Punkt zeigen wir Ihnen die Möglichkeit, Sie erinnern sich an das Fahrrad, was ich eben angesprochen habe, und den flüchtenden Täter. Stellen Sie sich vor, eine Fußgängerzone in irgendeiner Großstadt in Deutschland, Köln, Düsseldorf oder Berlin. Zwei junge, dynamische Beamte in Zivil. Der Fahrradtäter, vorher observiert, wird jetzt den Kollegen zugesprochen. Der Täter fühlt sich sicher und bewegt sich durch die Fußgängerzone. Jawohl, so geht's. So wird der Täter schnell und schmerzlos von seinem Fahrrad getrennt.